Ja, und sag ich mal, in Anbetracht der Umstände, dass ich eben letzte Woche noch Erkältung und eigentlich so grippal ein bisschen angeschlagen war, denke ich gar nicht, dass ich mit dem sechsten Platz eigentlich recht zufrieden sein. Sicher habe ich mir eigentlich für Offenburg mehr vorgenommen, beziehungsweise war es eigentlich mein erster Saisonhöhepunkt oder als erster Saisonhöhepunkt geplant. Und, aber steckt man halt nicht drin, also wenn halt so eine Erkältung kommt, muss man das halt akzeptieren und das Beste daraus machen. Ja, es war natürlich grandios. Also ich meine, die Leute, die haben mich natürlich schon gepusht und auch die Speaker, also die Moderatoren, wo auf der Strecke waren, die haben natürlich dann halt auch immer den Leuten richtig eingeheizt dann auch und war schon eine Bombenstimmung. Ja, okay, also wir sind im Grunde, war ich am Anfang so ein bisschen das Ganze auseinandergerissen, waren so eine 6er-7er-Gruppe, wobei sich dann aber dann schon mal gleich in den ersten technischen Geschichten hat sich dann ein bisschen gesplittert, waren nachher so eine 4er-Gruppe vorne weg und ich war dann hinten mit einer weiteren 4er-5er-Gruppe und da konnte ich mich dann nachher dann ein bisschen, sag ich jetzt mal, nach vorne orientieren, war zuerst so auf Position 9, 10 und habe mich dann eigentlich dann so zuerst auf den 7. und danach dann eigentlich zum Schluss auf den 6. vorgearbeitet und dann ist es eigentlich nochmal zum Schluss ein bisschen heiß geworden, weil Lene Baiberg eigentlich Norwegerin, die hat nochmal ein bisschen von hinten gedrückt, aber ich konnte dann doch den 6. Platz noch verteidigen. Ja, okay, meine Qualifikation habe ich eigentlich mit dem Rennen vergangene Woche in Hoferlisse eigentlich schon bestätigt und beziehungsweise habe eigentlich die Qualifikation jetzt so in der Tasche. Und ich meine, für die Olympischen Spiele wird es dann eigentlich nochmal einen separaten Aufbau dann geben. Und der wird dann eigentlich, man kann es eigentlich sagen, nach der Europameisterschaft wird dann eigentlich dann losgehen, die ja dann auch Mitte Mai in St. Wendel stattfindet. Und ja, eben danach ist dann eigentlich alles Richtung Olympische Spiele ausgerichtet.